Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann geben wir jetzt den Bewerbungsschluss für diesen Platz bekannt und bitten schon langsam Volker Beck nach oben. Und nochmal der Hinweis, wer eine Frage an Volker stellen möchte, sollte sie jetzt dann hier vorne auch einreichen. Und dann erteile ich hiermit Volker das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn der Bund der Vertriebenen und die Pius-Bruderschaft meinen Rücktritt fordern und mir das Votum für heute verweigert haben, wage ich es heute, um eure Unterstützung für Platz 2 der Grünen Landesliste zu bitten. Mit euch gemeinsam möchte ich die vollständige Ablösung dieser selbsternannten besten Bundesregierung aller Zeiten erreichen. Eine Regierung, bei der nur Lobbyisten wie Mövenpick gute Karten haben. Eine Regierung, die lieber den Armutsbericht frisiert, als die Armut zu bekämpfen. Eine Regierung, die sich in Karlsruhe eine Ohrfeige nach der anderen abholt. Die müssen wir ablosen. Von Vorratsdatenspeicherung über Parlamentsrechte bei Euro-Entscheidungen bis Wahlrecht. Immer wieder mussten wir Merkels Truppe auf den Boden der Verfassung zurückzwingen. Wir wollen wieder eine Politik, die Grund- und Menschenrechte voll respektiert. Dazu ist Merkels Gurkentruppe weder willens noch in der Lage. Deshalb müssen sie weg. Statt Politik für das 21. Jahrhundert zu formulieren, hat Merkels Kanzlerwahlverein sich diese Woche wieder als Partei des Biedermeiers mit Faxanschluss erwiesen. Das WLAN funktionierte nämlich auch nicht. Herdprämie, Nein zur Frauengleichstellung in der Wirtschaft, Ja zur Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das ist doch nicht 2012. Das ist doch auch nicht bürgerlich. Das ist 50er Jahre. Das ist Adenauer Reloaded. Und angesichts dieser Bilanz sind die schwarz-grünen Flirtversuche der Union doch nichts anderes als Politstalking. Das verbitten wir uns. Mit einer Diskriminierungspartei haben wir auch gar nichts gemein. Liebe Freundinnen und Freunde, innenpolitisch war diese Woche von der Debatte über das NPD-Verbot bestimmt. Unsere Position ist klar. Wenn man Beweise hat, die den hohen Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts genügen, dann soll man den Antrag stellen. Aber das muss man sehr genau prüfen. Denn es ist nur schwer erträglich, dass der Rassismus und Hass der NPD auch noch staatlich kofinanziert wird. Deshalb werden wir uns das genau anschauen. Aber wir schauen eben genau hin, weil so dilettantisch, wie der Verfassungsschutz bisher gegen rechts gearbeitet hat, das kann man nicht einfach blind abnicken, sondern da muss man sich genau jede Einzelheit begucken. Apropos Verfassung. Bei Flüchtlingen ist diesem Innenminister die Verfassung ziemlich egal. Da hat Karlsruhe das Asylbewerberleistungsgesetz für verfassungswidrig erklärt und gesagt, die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht relativierbar. Und was macht der Herr Friedrich? Während die Kanzlerin mit großen Worten das Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma in Berlin einweiht, fordert er gleichzeitig die Leistungen für Roma-Flüchtlinge aus Mazedonien und Serbien zu kürzen. Das ist einfach unanständig. Wir wollen anders als Friedrich mit dem Leitsatz des Gerichts ernst machen. Und das heißt, weg mit dem Asylbewerberleistungsgesetz, Aufhebung der Residenzpflicht, Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Integrationskursen auch für Flüchtlinge. Denn, geschätzter Herr Minister, die Menschenwürde der Flüchtlinge und auch der Illegalen ist unantastbar. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Wir reden ja zuweilen über Eigenständigkeit. In der Innenpolitik müssen wir uns Grüne über die Eigenständigkeit wirklich keine Sorgen machen.
Bei der Abstimmung im Bundestag über das Asylbewerberleistungsgesetz hat die SPD auch die Abschaffung abgelehnt. Im Bundesrat sind wir schon einen Schritt weiter. Da haben wir die SPD auf Linie gebracht. Und das zeigt doch, wir bleiben bei Gleichberechtigung und Emanzipation der Reformmotor. Bei Flucht, Migration und Vorratsdatenspeicherung sind wir die Hüterin von Menschen- und Bürgerrechten, sind wir die Anwälte einer weltoffenen Gesellschaft. Also, Herr Steinbrück, eine Fortsetzung der Innenpolitik der Großen Koalition wird es mit uns nicht geben. Auch deshalb brauchen wir starke Grüne bei der Bundestagswahl. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist schon eine Schande, dass Deutschland sich bei der Korruptionsbekämpfung in der schlechten Gesellschaft von Staaten wie Sudan, Syrien und Saudi-Arabien befindet. Wir werden dafür sorgen, dass die UN-Konvention gegen Korruption endlich von Deutschland ratifiziert wird. Schluss mit der schwarz-gelben Klientelpolitik. Mit unserer grünen Transparenzoffensive fordern wir ein Lobbyistenregister, Transparenz bei der Nebentätigkeit von Abgeordneten auf Heller und Pfennig, Karenzzeiten für ausgeschiedene Regierungsmitglieder und mehr Transparenz bei Parteispenden und beim Sponsoring. Denn Transparenz ist das Fundament des Vertrauens in die Demokratie. Liebe Freundinnen und Freunde, gestern wurde Deutschland vom Europäischen Gerichtshof zum dritten Mal verurteilt wegen der Diskriminierung schwuler und lesbischer Paare gegenüber der Ehe. Viermal schon vom Bundesverfassungsgericht. Frau Merkel, ich frage Sie, wie viele Urteile brauchen Sie denn noch? Schluss mit dieser homophoben Politik. Alles andere als Gleichberechtigung ist verfassungswidrige Diskriminierung. Mit Grün gibt es gleiche Rechte und die Öffnung der Ehe. Lebenspartnerschaft war nur eine Übergangstechnologie. Da werden wir Wort halten. Versprochen. Ich bitte um euer Vertrauen für eine Integrationspolitik, die Muslimen zeigt, dass sie ein Teil dieses Landes sind und wir ihnen gleiche Rechte wie Juden und Christen garantieren. Für eine Drogenpolitik, die auch auf Akzeptanz, Hilfe und legale kontrollierte Abgabe statt auf Repression und Kriminalisierung setzt. Für eine internationale Menschenrechtspolitik, bei der wir IKEA, KIK, C&A und wie sie alle heißen, auch vor deutschen Gerichten zur Verantwortung ziehen können, wenn sie Menschen beispielsweise wie in Bangladesch in Fabriken verbrennen lassen, weil am Brandschutz gespart wurde. Und für eine Neuentwicklung der Sicherheitsarchitektur in unserem Land, die den Laden nach dem Totalversagen bei den NSU-Morden endlich gründlich aufräumt. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns den Menschen in diesem Land wieder eine Perspektive geben. Für handlungsfähige Kommunen und soziale Gerechtigkeit. Für eine Energiewende, die ihren Namen verdient und die auch funktioniert. Für eine weltoffene Gesellschaft, die Kultur des Respekts und Politik der Gleichberechtigung großschreibt. Maximal noch 287 Tage, dann ist Schluss mit Schwarz-Gelb. Jetzt geht's los, wir wenden es. Ganz. Ganz herzlichen Dank, Volker. Für dich liegen keine Fragen vor. Von daher können wir dann auch direkt in die Abstimmung gehen. Ihr seht eingeblendet, dass wir auf hier, genau, mit der 1 könnt ihr also an eurem Voting-Gerät die Enthaltung drücken, mit der 2 den Nein und 3 wählt ihr Volker Beck. Ich eröffne die Abstimmung und frage dann in die Runde, ob es irgendwo Probleme gibt bei der Abstimmung. Da vorne, hier vorne in der ersten Reihe vielleicht, wo unsere Techniker sind, um das zu beheben.
Vielleicht kommst du uns einmal kurz entgegen. Ah, da. Ist jemand unterwegs? Gibt es sonst noch Probleme mit der Abstimmung? Okay. Okay, das Problem ist behoben. Jetzt frage ich noch mal in die Runde, konnten alle, die ihre Stimme abgeben wollen, dies auch tun? Das scheint der Fall zu sein. Dann, damit schließe ich dann diesen Wahlgang. Okay, wir haben ein Ergebnis. Es gibt 260 abgegebene Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 131. Auf Volker Beck entfallen 216, also 83,08%. Herzlichen Glückwunsch, Volker. Auch Volker bitten wir noch mal kurz nach oben. Und die Frage, nimmst du die Wahl an? Komm dir nach oben. Ja, ich nehme die Wahl sehr gern an. Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich denke, unser Ehrgeiz sollte sein, denen in Baden-Württemberg da unten zu zeigen, dass wir mehr zulegen werden bei der nächsten Bundestagswahl als Sie. Ja, lieber Volker, wir gratulieren dir ganz herzlich, haben für dich ein ganz besonderes Geschenk, weil Volker ist ja der Urheber eines neuen Wortes in unser aller Wortschatz, ja, nämlich der Candy Storm. Das ist von Volker erfunden und ich glaube, Volker war ein bisschen neidisch auf der BDK, als dann Claudia den Candy Storm bekommen hat. Deswegen bekommst du jetzt zwar keinen Candy Storm, aber eine Candy Torte, ja, auch ein ganz neues Geschenk von uns. Und wir gratulieren dir ganz herzlich und hoffen, du hast ein bisschen Freude damit. Mit Candy ist immer und ich habe den Claudia übrigens sehr gegönnt und ich denke, das macht Spaß. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt ein Spitzenduo gewählt. Und deswegen, liebe Bärbel, komm doch noch mal auf die Bühne mit unserer Spitzenkandidatin, mit unserer Bundesspitzenkandidatin. Denn, ihr Lieben, ihr werdet uns in den Wahlkampf hier in NRW führen. Katrin wird uns hier unterstützen. Und ihr kennt uns hier als Landesverband, haben wir weder Kosten und Mühen gescheut, euch durch den Bundestagswahlkampf zu bringen. Deswegen werden wir euch einen Dienstwagen zur Verfügung stellen. Und nicht nur das, sondern einen Dienstwagen plus Chauffeur. Der kommt jetzt. Vorhang auf. Harald kann nämlich nicht nur LKWs durch ganz NRW fahren, sondern auch sowas. Ein Applaus für unseren frisch gebackenen Wahlkampfkoordinator. So, und der Vorschlag wäre jetzt, dass sich vielleicht Bärbel mal drauf sitzt. Ne? Genau, Bärbel macht sozusagen, bringt die Energie rein und wir haben hier das, das was ihr Halle... Genau, ich rede mal ein bisschen weiter, ne, während hier die Fotos gemacht werden. Also das ist unser Wahlkampfmobil, ja, ihr kennt es irgendwie alle. Es drängt uns jetzt schon nach draußen. Ja, wir haben deswegen nicht nur die Windräder, die immer sehr beliebt sind, sondern wir haben zum Beispiel auch hier diese wunderbaren Wahlkalender. Katrin, kannst du mal kurz? Ja, wunderbar. Genau, Monika, zeig mal, das ist sozusagen das Jahr 2013, da steht schon ganz, ganz viel drin. Und ihr bekommt natürlich alle drei so einen tollen Kalender, damit ihr jetzt alle Anfragen aus Kreisverbänden beantworten könnt, eure Termine schon eintragen könnt. Ja, natürlich alle in Nordrhein-Westfalen, ist
ja klar. Und ihr Delegierten bekommt natürlich auch solche Kalender, weil da schon ganz viel Wichtiges für 2013 drinsteht. Und wir haben so viel Wahlkampf gemacht in diesem Jahr und sind noch so im Wahlkampfmodus. Wir freuen uns sehr drauf und glauben, das wird ein sehr erfolgreiches Jahr 2013. Wir freuen uns drauf. Ich glaube, wenn Bärbel aber jetzt lostritt, ja, dann kann es ein bisschen ungemütlich für Volker und für Katrin werden. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, umdrehen mit dem Gerät. Mit dem das mit der Balance üben wir aber nochmal. Ich hatte davor gewarnt, aber gut, das war jetzt der Praxistest. Vielen Dank, Harald, unser Wahlkampfkoordinator, und vielen Dank euch dreien. Wir freuen uns auf den Wahlkampf.